Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Hier geht es jetzt um den Malibu Van 600 DB. Nicht in der Charming-Variante, genau. Und schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Malibu hat dieses Jahr wieder den Van des Jahrespreis gewonnen, genauso wie letztes Jahr, also zwei Jahre in Folge. Hier haben wir wieder das altbekannte Fiat Cockpit, der Fiat Ducato. In dem Fall haben wir ein Automatikgetriebe und auch eine automatische Klimaanlage. Würde man hier in diesem Fahrzeug auf jeden Fall bekommen. Wir haben hier oben ein schönes Fach, recht groß. Also der Stauraum vorne gut genutzt. Zu den Seiten die bekannten Fächer, auch recht groß. Wir haben hier auch eine Beleuchtung, also die scheint von oben mit durch. Genauso wie das indirekte Licht hier oben lang. Sehr schön gelöst. Das ist die Dachluke. Hier haben wir die Bordinstrumente, Elektronik. Die sind hier nicht verkleidet, wie im Charming. Die Dinette. Recht großzügig, groß. Man kann doch gut sitzen. Und auch hier ist das Ganze wieder ausklappbar, so dass der Beifahrer dann auch angebunden werden kann. Schauen wir mal in den Küchenbereich. Der bekannte Herd mit Piezozündung. Auch hier haben wir wieder das Ablagebrett und ein zusätzliches Brett auf dieser Seite. Wobei, wem es aufgefallen ist, zum Charming gegenüber, hat man auf beiden Seiten ein weißes Schneidbrett. Dann haben wir Schubladen, Bestecke, das ist auch schon fest eingebaut. Unten für Töpfe, hier dann noch für Teller und so weiter. Tassen. Zur Seite haben wir einen Kleiderhaken wieder, also ein Kleiderbügel. Eine Kleiderstange, so meine ich natürlich. Mit Licht. Und hochgesetzt wieder der Kühlschrank, auch mit Eisfachfunktion. Auch hier haben wir ein Dometics-Kühlschrank. Das allerdings ist ein Absorber-Kühlschrank. Schauen wir mal ins Bad. Auch wieder zur Seite schiebende Türen. Was wir vom Malibu kennen, das ist die Toilette. Wieder eine Schwenktoilette. Also einfach Hebel gedreht, an dem Nupsel hier unten von der Toilette gezogen. Schon kommt die Toilette hervor. Und wenn man dann duschen will, schiebt man sie einfach mit einem Fußdruck an die Seite und weg ist sie. Wir haben hier wieder die Dachluke und auch Wasserhahn, Mischbatterie. Hier unten noch ein kleines Fach. Ist auch der Toilettenrollenhalter, wo das dann hier durchgefädelt wird. Und das Toilettenpapier lässt sich dann von unten entnehmen. Auch ein Fach in diese Richtung reicht für Reinigungsmittel gut aus. Die bekannten Klappwände hier werden hier wieder fixiert. Gleiche zur anderen Seite. Die werden dann hier rum, hoppala, hier rum natürlich fixiert. Zack, und schon ist das alles gut gesichert. Schauen wir mal nach hinten. Hier haben wir wieder die tolle Trittstufe zur Seite. Das heißt, ich klappe sie, fahre sie aus und komme gut ins Bett rein. Einmal aufgestiegen, kann ich nach oben gehen. Großzügigen Laderaum. Ja, man sieht jetzt nicht mehr so viel. Müssen wir gleich nochmal mit einem Licht zeigen. Und dann haben wir hier oben auch wieder unsere Schränke. Seitenfach wieder gut ausgenutzt. Zeig's mal so durch.
hinten das Fach. Dort das Fach. Und auch hier wieder die Längsbetten mit 1,93 Meter und 1,58 Meter bzw. 1,43 Meter. Ja, und auch ich glaube, komme hier, das teste ich jetzt mal gleich, gut rein. Liegetest würde ich sagen. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall richtig viel Platz. Hier oben schön auf dem Kissen und unten habe ich immer noch genug Platz, also gar kein Problem. Bequem, sehr bequem. Und zur Seite alles schön ausgeschäumt, also kann man sich nicht stoßen bei. Nun der Keller nochmal mit Beleuchtung. Da wir leider hier hinten an das Fahrzeug nicht rankommen, können wir es nur von dieser Seite zeigen. Da hinten haben wir oben links noch einen Griff zum Öffnen von innen. Und ansonsten auch wieder der Doppelboden, wie man das von dem Malibu Charming auch schon kennt. Zur rechten Seite Servicefach und zur ganz hinten rechteren Seite von hier aus gesehen haben wir auch die Gasflaschen dann wieder. Ja, ein Fach wieder von außen gut rankommbar. Auch hier das Fazit zu dem Fahrzeug. Ja, tolle Ambientebeleuchtung, tolle Verarbeitung, hochwertige Materialien verbaut. Ja, lässt sich gut alles bedienen. Und ja, hochwertig. Wir haben halt hier eine andere Farbe als im Charming. Aber das Schöne ist, es ist ja Geschmackssache, welche Farbe einem mehr liegt. Und von daher ist für jeden Geschmack auch was gesorgt. Was ich hier in diesem Fahrzeug sehr gut finde, das ist dann in dem Fall die hochwertigere Ausstattung, was den Fiat betrifft. Also mit einem Automatikgetriebe und auch einer Klimaautomatik. Und auch diesen bekommt man mit sämtlichen Assistenzsystemen.